Gehen wir mal in den Flur. Day 4, Saturday, 11:30. Location. Hier steht das Fahrrad. Also stand das doch nicht unten. Aber das stand doch die ganze Zeit immer unten, oder habe ich mich geirrt? Das stand doch unten immer im Flur. Unten unter der Pinnwand. Jetzt steht es hier oben. Oder täusche ich mich da? Ja gut, jetzt steht es wahrscheinlich hier oben, weil Neil hier oben pennt, ne? Vielleicht. So. Linda! Oh, Jenny, you're back. Yeah, I think I got everything. Oh, here, let me take one. Oh, thanks. You're an angel for doing this. Oh, don't be silly. You've got Kieran. Boys watching football, and I fancied a bit of fresh air. Well, I don't care what you say. I'm making dinner for us all tonight. My treat. Well, I am still a student, so there's no way I'm turning down free food. Good. Great. And, frankly, if there's anyone out there who can turn down free roast potatoes, then I think they need serious Röstkartoffeln, ne? Oh ja, Röstkartoffeln ist natürlich... Da könnte man mich jetzt auch durchaus für gewinnen. Ich habe immer noch so Bock auf Grünkohl irgendwie. Auch wenn jetzt noch das nicht so die Zeit ist, aber trotzdem bin ich Bock. Egal. So, wer ist das? So, Kern von Lebensmitteleinkauf zurück. Das ist Standard. Nils Zimmer. Dann gehen wir da nochmal hin. Nummer 89. Saturday, 1300. Location, Nils Room. Oh, wieder am Zocken. Mal wollte ich noch kurz was schauen. Da ist noch eine. Können wir zwischen den Nachrichten hin und her switchen? Ja, Samstag. Ach so, guck mal, darauf bezieht sich das. Wir haben ja diesen Text hier jetzt zum Anfang gelesen, mit dem Text. Und hier war es eben, dass Neil Emily geschrieben hatte, na, bla bla, dass sie sich entschuldigt hat. Jetzt macht das Ganze natürlich auch Sinn, das wussten wir ja vorher nicht. Mag dich, ich brauche kein Drama, auch keinen Typen, der meint, er muss mich beschützen. Lass uns einfach und bleiben Freunde, okay? Tut mir wirklich leid, warum passiert irgendwie wieder? Warum treffen wir uns nicht im Drink? Nein, Neil, du hörst mir nicht zu. Ich will, dass du mich in Ruhe lässt. Ah, okay. Ja, scheiße. Aber wir können das ja nicht beeinflussen. Wir haben ja die Geschichte mit Vicks großer Auftritt. Das können wir nicht beeinflussen. Das wäre so oder so passiert. Da hätten wir keine Chance gehabt. Und das hat auch keinen Ursprung. Also wir können jetzt nicht sagen, wir ändern da jetzt irgendwo eine Entscheidung und dann haben wir diese Situation nicht. Ich glaube, das wäre so oder so passiert. Das ist so ein bisschen unser Problem hier an der Stelle. So. So, ihr beiden. Eat this. Miss me. Oh, man. Andy takes the lead. Oh, it's not over yet. Oh, no. The overeager young challenger fails at the last corner. And. And. Yes! The old man takes first place. Der alte Mann vor allem. It's just this weird split screen. I can't stop hitting things. Yeah, I know what you mean. Dinner's ready. Come on, kid. You can get your revenge on me later. Ja, versagt. Achso, okay, ist er schon weg. Ich krieg das nie hin. Gut, ich krieg das nicht hin. Ereignis. Hier sind momentan auch keine Entscheidungsereignisse. Wie war das? Genau, Schrakel erzählt. Achso, ja, das war mit der Puppe. Küche. So, da gibt es erstmal ein bisschen was zu futtern, zu beißen. Oha. Lass mal gucken. Mal gucken, wer hier so alles rumturnt. Linda. Das ist Ben. Das ist Raquel, Tom, Neil. Alle sind da. Naja, fast alle. So, hauen sie rein. Ereignis 90. Bitteschön. Hey, where's the spoon? What?
the spoon, the one you were just eating off. Did you just drop it in the bin? No. Maybe. Sorry. We had a patient who did that with his jelly. 12 spoons he had at the bottom of his bin. That'd be great. Found it. What? This isn't yours, is it, Mum? A pregnancy test? No, it bloody well isn't. Na, Jenny, könntest du dir vorstellen, von wem der ist? Oder Raquel? Na, wer kommt drauf? Nichts sagen? Also entweder nichts sagen oder der gehört mir. Ja, komm, als wenn Jenny sagen würde, jo, das ist meiner. Sie würde nichts sagen. Allerdings können wir vielleicht auch ihr Problem damit lösen, aber... Gottes Willen, die würde sich hier niemals... Jo, ich bin schwanger, jo, YOLO, weißt du? Na, wir gucken uns sowieso beides an, aber... Gucken wir uns erstmal das Wahrscheinlichste an. Sie wird nichts sagen. Ganz einfach. Okay, fellas, you can all breathe again. It's mine. What? You're pregnant? Oh God, no. No glove, no love, baby. No, this is from an artwork I'm making. I'm gonna nail one of the tests to a whiteboard and call it fear. Seems appropriate. What? So no one's pregnant? Not today, kid. But give it a few years, and if you meet the right girl, well, who knows? Ja, aber ich glaube, wir müssen es, glaube ich, einstellen. Wir müssen, glaube ich, Jenny das jetzt sagen lassen. Ja, ganz ehrlich, irgendwie muss es ja rauskommen. Irgendwie muss es rauskommen, und ich glaube, wir kommen da gar nicht. Wir können es ja auch immer noch ändern, das ist ja nicht das Thema. Guck mal, was da alles dranhängt, ne? In die Richtung, guck mal, das hängt mir dran, das hängt mir dran, das hängt mir dran. Das hängt mir dran, das hängt mir dran. Da hängt so viel hinten dran. Allein an dieser einen Aussage hängt so viel. Ach, Frühstück ans Bett. Okay, warte. And Jerry. Jenny. Moment. Bin ich jetzt gerade? Wo bin ich? Dienstag. Das ist ja schon wieder weißer Geier. Nee, Montag. Frühstück im Bett, Sonntag. Löffel. So, da müssen wir hin. Nee, wir müssen gucken uns das nochmal an. Aber dann mit Schwangerschaft. Kann ja auch sein, dass sie sich rausredet und sagt, ja, nee, ich wollte mal gucken. Wer weiß. Gucken wir mal, was kommt. It's mine. Was? Was? Ben? Jen? Und sie haut ab. Ben, sie ist schwanger! Er heißt Wilhelm! Oh, yes. Yes, it did. I'm sorry. It's okay, love. It's not your fault. It's just, next time you find one, best to keep quiet about it. Hast du gut gemacht, Kieran. Hast du gut gemacht. Ben ist tot. Ben ist tot. Nee, tut mir leid. Ich muss... Ich glaube aber, Ben ist nicht im Feuer gestorben. Ben ist, glaube ich, nicht im Feuer gestorben. Ich glaube, die haben sich gerade umgestritten und aus irgendeinem komischen Anlass ist wahrscheinlich Ben dabei verstorben. Oh. Das ist Ben ist tot. Ah, schade. Ja, gut, dann... gut. Gut, da wissen wir dann aber schon, dass wir nicht die Wahrheit sagen dürfen. Also, wir müssen das Problem tatsächlich... das Problem... Schwanger zu sein ist ja kein Problem, aber in dem Augenblick ist es Jennys Problem. Dass wir Jenny lügen lassen. Oh, ehrlich, ey. Oh, lustig. Nicht. Oh, geil. Ah, Kieran, so. Das switchen wir natürlich noch rum, aber wir wollen natürlich auch mal schauen, was jetzt passiert. Ben und Jennys Zimmer, ich glaube, da wird natürlich erstmal Eskalation jetzt. Eskalation anstehen. Was? Ben in Jenny's room. Hä? So. Das ist nicht mal eine klare Ansage. Ja, Frank, natürlich. Ja, guck mal, ganz im Ernst. Du sagst die Wahrheit, ja, das ist meiner. Und zack, eine Sekunde später, ja, Ben ist tot. Was? Was? Ah.
Ich mag diesen Humor. Jen. Jen, are you okay? Yeah. Is it true? Sie hat doch nur einen Schwangerschaftstest genommen. Das heißt doch noch lange nicht, dass sie schwanger ist. When did you find out? Man weiß doch nicht. Only yesterday. It still hasn't really sunk in. That's why you weren't drinking at the party. Yeah. Hey, Jen. This is your body and it's your decision. But whatever you choose, I'm with you. If you don't want it, that's okay. I'm here for you. If you want to keep it, that's okay too. Ach, Ben. You'd want a kid? Of course. I want kids. Now? Well, I hadn't planned on it being right now, but seriously, why not? I mean, you've almost finished uni. You'd have to put your career on hold for a bit, but... I mean, let's face it, the job market for graduates is terrible at the moment. I love you. And I love you too. Ist jetzt gar nicht so die schlechte Entscheidung, oder? Also ich sag mal so, es ist, ist jetzt eigentlich gar nicht mal... Gut, Ben ist klar, Ben ist tot. Natürlich müssen wir das irgendwie an anderer Stelle wieder revidieren, aber ich glaube, das ist genau die Krux an der Sache. Das ist, glaube ich, genau das Problem, was wir haben werden. Wir werden wahrscheinlich auch hier und da wahrscheinlich mal unbeliebte Entscheidungen treffen müssen, um nachher am Ende alle erstens mal lebend und dann eben halt auch zufrieden rauszukriegen. Ich denke mal, dass das schon eine wichtige Situation war, dass sie sagt... Oder dass sie jetzt in Ruhe schwanger sein kann und er sagt, oh, natürlich mit den Kindern, bla bla bla. Ja. Also ich sag mal, so schlecht war die Situation jetzt eigentlich gar nicht. Nur wir müssen eben halt gucken, wie wir Ben dazu kriegen, halt zu überleben. Wie kriegen wir dazu zu überleben? Das ist, ja. Oder wir lassen es, glaube ich, erstmal so, wie es jetzt ist. Es weiß jeder, dass sie schwanger ist, oder wir müssen da so ein bisschen hin und her switchen. Müssen wir mal sehen. Wir müssen echt mal gucken. So. Das ist der. Raquels Zimmer. Raquels Zimmer, da denke ich mal, da werden wir landen, wenn wir das leugnen, beziehungsweise wenn Raquel sagt, so, das ist mein Schwangerschaftstest. Ben und Jennys Zimmer, das sind wahrscheinlich Situationen, die wir gleich sehen würden. Und dann hätten wir hier noch die Situation Küche. Mammut am Morgen. Das gucken wir uns auch nochmal an, weil wir hier ein Ereignis haben, was sich auch auf diese Situation bezieht. Gucken wir uns das mal an. Die Frage ist, warum stirbt Ben jetzt? Ja, deswegen gucke ich mir das jetzt auch an, Frank. Ich versuche vielleicht zu eruieren, warum Ben stirbt, weil er weiß, dass seine Freundin schwanger ist. Aber es kann ja eben halt auch sein, dass diese Entscheidung nicht unbedingt... jetzt gefallen ist, sondern vielleicht schon in der Vergangenheit. Also sowieso in der Vergangenheit, aber noch weiter in der Vergangenheit. Dass es vielleicht ein ganz anderes Konstrukt ist. Ein ganz anderer Weg ist. Morning. Morning. Been shopping? Yeah. I woke up early and I guess the old caveman instincts kicked in. Das haben wir doch schon gesehen. Hunting Mama for breakfast then. Nah, they were all out. Ja, das haben wir doch schon gesehen, oder nicht? Das haben wir doch schon gesehen. Das war doch die Szene, wo er Tom fragt, was er machen würde, oder? Wegen dem Job. Hä? Ach so, weißt du was? Das kann sein, wenn wir sagen, oder wenn Jenny sagt, dass sie schwanger ist, dass wir dann, weil hier oben dieses Mammut-Ding, Mammut am Morgen, das war eben halt diese Geschichte... Da steht's ja auch. Beim Frühstück bitte Ben Tom um einen Rat wegen seinem Jobangebot. Genau. Und die Situation hätten wir wahrscheinlich ja nicht, wenn halt Jenny schwanger ist, weil dann wird sich Ben wahrscheinlich schon entschieden haben, eben den Job nicht anzunehmen. Und guck mal, Tom ist auch tot. Guck mal, Tom ist auch tot. Da ist auch jetzt das Dings hinter hier, der Schädel. Okay. Gucken wir uns das nochmal an. Aber ich denke mal. Daran wird's liegen. Guck mal, hat die Schwangerschaft mal eben zwei Leute getötet. Ich mein's nicht mal witzig, das ist so. Morning. Morning. Been shopping. Yeah.
I woke up early and I guess the old caveman instincts kicked in. So hunting mammoth for breakfast then? Nah, they were all out. Scrambled eggs. Oh, that's a bit disappointing. For you maybe, but they're Jenny's favourite. So she's pregnant then? Yeah. What are you gonna do? Don't know yet. And a job? Nah. No way. Okay. Not now. I couldn't do that. And besides, I don't think I want to anymore. Good. Means I'll have to track you down to whatever war zone you end up in just to kick your ass. Yeah. Okay. Ich habe aber so das Gefühl, dass er, man hat zwar zu Jenny gesagt, ja, natürlich unterstütze ich dich und so, du bist schwanger, bla. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich kaufe ihm das nicht so richtig ab. Ich glaube schon, dass er den Job gerne machen würde. Ich glaube, das ist noch so sein Problem. Ich wette, die gehen nicht zusammen raus und sterben deshalb. Ja, das ist durchaus möglich, Frank. Da wollte ich gar nicht hin. Das ist durchaus richtig. Aber hier geht es auch nicht weiter. Ich glaube aber, das ist verkehrt. Warte mal, ich probiere nochmal. Dass es ihrer ist. Ne, ich glaube, wir müssen das zurückswitchen. Ich fände an sich die Antwort oder die Reaktion gar nicht so verkehrt. Als Kill und die Shuttle schon verfindet, sagt Jenny nix. Wir switchen das mal zurück. Jetzt müsste Tom überleben. Oder auch nicht. Warum überlebt er jetzt nicht? Ben ist tot. Jenny macht den Test. Warum sind beide jetzt noch tot? Raquels Zimmer. Okay, wir haben jetzt noch die Situation, dass Kieran die Schachtel findet, in Schwangerschaft ist und Raquel sagt, es ist ihrer. Da können wir nicht ran, da können wir nicht ran. Wir gehen mal hier auf Raquels Zimmer. Day 4, Saturday, 1400. Location. Warum ist jetzt Ben gestorben? Weil er ist noch tot. Das hätte eigentlich gleich zurückgeswitcht werden müssen. Oder haben wir noch eine andere Situation vorher übersehen, die ich noch nicht zurückgeswitcht habe? Say what you did. That was really, yeah. You're a good friend. Was er das denn? I'm gonna go now. What are you gonna do? Do? I'm not gonna do anything. That's between Jenny and the doc. My lips are sealed. Probably a good idea. Let the two of them sort it out for themselves. You're trying to convince yourself. Neil. You know, you're not such a bad friend yourself. Thanks. Wo hat Neil das denn her? Wo hat er das denn mitbekommen, dass der Schwangerschaftstest, dass Jenny den gemacht hat? Wo hat er das denn mitbekommen? Was? Wo hat er das denn mitbekommen? Verstehe ich gerade nicht. Okay. Und warum sind die noch tot beide? Das kann eigentlich gar nicht sein. Weil das hatten wir definitiv ausgelöst, als Jenny sagte so, dass es ihr Schwangerschaft ist. Da stand dann plötzlich Ben ist tot. Warum kann ich das denn jetzt nicht zurückswitchen? Na gut, gucken wir erstmal weiter. 96. Sonntag. Day 5, Sunday, 0015. Intro. Location, backyard.
Aber ich glaube, ich werde das halt mit der Schwangerschaft so lassen. Also, dass Jenny das eben nicht sagt. Weil ich weiß nicht, ob das für sie so angenehm ist, wenn sie vor versammelter Mannschaft sagt, ja, das ist meine Schwangerschaft, ich bin schwanger, Bob. Ich glaube, das sollten vielleicht tatsächlich beide so für sich klären. Ah, aber gut, gucken wir uns das mal an. Lass mal weiter schauen. Raquel! Oh? Ja, als ob Tom Raquel nie sieht. Ich könnte mir mal die Fotos an. Ins Bett gehen, Tom folgen, natürlich Tom folgen. Natürlich wollen wir Tom folgen. Yeah, why not? Natürlich. Sleep when I'm dead. Genau. Vielleicht kriegen wir so ja raus, wo der Schlüssel ist. Licht aus, Feuer frei. Ja, siehst du, so können wir nämlich ein paar Ereignisse wieder freischalten. Ja, mal gucken. Keller. Day 5, Sunday, 0017. Warte mal, wir gucken erst mal, wo... Ach, ruf doch nicht nach ihm. Where jetzt, are you? Jetzt findet sie raus, dass da vielleicht ein Geheimgang ist. Ein geheimer Raum ist. Guck da rein, los! Guck in den Schrank, rechts von dir! Guck da rein, dreh dich um! Da! What the hell is going on here? Ja, guck da rein! Ja, los, guck da rein, dann kriegst du raus, das ist ein Geheimer raus. Bist los, mach auf, bevor die Nachricht zu Ende ist. Ja, ja, mach es, tu es. Mach auf jetzt die Tür, die kann nicht so schwimmen. Komm, du bist aber auch Mensch, du. Meine Fresse. Mann. Mann, ey. Was soll das? Ich will wissen. Warum hat sie die Tür nicht aufgemacht? Was soll denn das? Hanno. Ich will das nicht. Badezimmer. Day 5, Sunday. Ja, jetzt können wir nach oben gehen. Oh Mann. Location, bathroom. Come on, jetzt. Come on, jetzt ist wieder hier. Das ist das, was ich sagte. Jetzt ist hier wieder der Handlauf kaputt. Jetzt ist wieder der Handlauf kaputt. Er war die ganze Zeit, war der repariert und jetzt ist er wieder kaputt. So war er auch am Anfang. Dann war er irgendwann wieder heil. Und jetzt ist er kaputt. Und hier vorne liegt wieder das Handy. Und hier vorne ist wieder die Blutlache. Und als Tom und als Ben noch gelebt haben quasi, also als Resultat, war hier das Handy oben in Toms Zimmer. Die Blutlache war weg. Und der Handlauf war auch heil. Siehst du, also es ist durchaus schon passieren Dinge. War aber klar, wer ist so blöd und schließt nicht von innen ab. Ja, gut, kann natürlich sein. Irgendwie müssen wir Ben und Tom wieder aktivieren. Wo sollen wir überhaupt hin? Ach, im Badezimmer. Na, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Und Jenny ist wieder am Reihen. Der gut. Oh, warte. Was ist das? Ach so, das ist der Schwangerschaftstest. Ja gut, ich glaube, das brauchen wir uns nicht groß angucken. Ich glaube, da wissen wir, was da passiert. Jenny! Ja, bleib besser gleich da sitzen, genau. Das muss echt eine Menge Spaß machen. Nicht.
Ja, das war jetzt das war jetzt nicht so schön. Mieter verschwunden. Raquels Zimmer. Day 5, Sunday, 08:45. Location, Raquel's room. Oh, was geht hier denn ab? Hä? Hä? Wie kommen die denn beiden jetzt auf einmal wieder her? Normalerweise müsste auch Raquel doch unten im Keller sein, oder nicht? Ach, warten wir es ab. Ich lese gleich, Frank. As you need. Tja. Dornröschen. So. Mammut am Morgen. So, den hatten wir ja schon. Da weiß aber ja noch keiner, dass sie schwanger ist. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Schwangerschaftstest nicht in der Küche Mülleimer landet? Dann kann der Junge ihn nicht finden. Das ist eine gute Frage. Wir können natürlich mal kurz gucken. Müssen wir dann den Kram selber finden. Wann der? Rahmen Schwarzer Freitag. Victors großer Auftritt. Bis zu Stripper. Das war alles noch während der Party. Schützenhilfe. Das war auch noch davor. Perfekte Playlist. Okay. Raquel gibt Jenny den Schwangerschaftstest und Jenny macht den Test. Auch wenn der Schwangerschaftstest positiv war, will Jenny ihn... Okay. Raquel gibt Jenny einen Schwangerschaftstest. Aber Jenny will sich nicht eingestehen, dass sie schwanger ist. Das wäre höchstens die Alternative. Aber der Schwangerschaftstest würde, glaube ich, immer noch... wäre, glaube ich, immer noch da. Wir können es natürlich mal switchen. Aber ich... glaube nicht, dass das das ändern würde. Wir können es ja mal probieren. Wir können es ja mal auf A switchen. Wir können es ja mal auf A switchen und schauen, was das... was es das in der Zukunft bringt. Na ja, gut, guck mal, du hast gar nicht so unrecht. Guck mal, als Kieran die Schachtel des Schwangerschafts das findest, das findet gar nicht erst statt. Ah, Frank, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, Frank. Gucken wir uns aber mal an. Und zwar Ben und Jennys Zimmer. Gucken wir uns jetzt mal die Szene nochmal an. Ich habe ein Geschenk für dich. Kann ja sein, dass sie ihn woanders im Müll schmeißt. Morning, Ray. How are you doing? I think I'm coming down with something. So I wouldn't get too close. Got you a present. Okay. Not sure you're gonna like it. Doesn't sound like much of a present. Well, there's things you want, and then there's things you need. This is more need. I'm not pregnant. Yesterday morning, you were throwing up. That was the chicken. It wasn't cooked properly. You're feeling nauseous right now? That's the flu. And this conversation. And your boobs are getting bigger. That's... wait. What? You're keeping track of the size of my breasts? No, not really. I just kind of know how big they are. And these are definitely bigger. Leugnen. Wir machen mal B. Wir leugnen das mal. Achso, sie macht den Test gar nicht erst. I don't know what you've been smoking, but this is all just in your imagination. You sure? I'm this sure. Also ich schmeiß ihn da weg. Idiot. What? Don't just leave a pregnancy test in a bin. In a bedroom that you share with your boyfriend. Oh, yeah, that would be bad. See? That's why you keep me around. I knew there must be some reason. Okay.
Ja gut, ich meine, wir können es natürlich mal probieren. Wir können natürlich mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Das... So, warte mal. Ja, warum switcht er da nicht rüber? Oder blockiert der? Ja, jetzt geht er wieder. Komisch. So, dann hätten wir hier nämlich, dann findet Kieran gar nicht erst die Schachtel. Okay, das stimmt. Und wir hätten hier noch ein Ereignis, 92. Aber wo ist er dann gelandet? Ich denke mal, dass Raquel den einfach wieder mitgenommen hat. Der ist ja jetzt quasi unbenutzt. Und den hatte Raquel hier die ganze Zeit im Schrank. Ich denke mal, den wird sie einfach mitgenommen haben. Guck mal, hier haben wir noch ein Ereignis, was wir uns gar nicht angeguckt haben. Ah ne, Dunkelkammer, alles klar. Ne, das haben wir noch nicht. Wir gucken uns mal das an, Wohnzimmer. Day 4. Location, living room. Oha, schade, was ist hier los? So, anyone for more sponge pudding and custard? I'd love to, but I can't eat another thing. Yeah, I'm stuffed. Not for me, no. If I eat any more, I'm gonna rupture something. Okay, I'll tell Linda I can go in the fridge then. I think I'm gonna indulge in a fine British tradition. What's that then? Passing out in front of the TV after a roast dinner. Oh, that sounds good. It does a bit, yeah. I'd love to join you all in Snoozeland, but I've got to go sift through my artwork. Oh. Ooh, do you still need me to help you set up on Monday? I always need you. But yeah, Monday would be great. Okay. Well, in that case, I think I definitely need a nap first. Enjoy. There's only one thing missing, huh? What's that? A James Bond movie. Well, put one on then. I would, but that would mean me getting up. I see the problem. Aww. Discreet mit Pudding. Ja. Jetzt können wir sogar die Fernbedienung uns angucken. Ja, wofür wir auch immer die brauchen könnten. Fidget Spinner haben wir uns angeguckt. Das haben wir uns auch angeguckt. Dann hat sie aber auch bestimmt auf der Party Alkohol getrunken, oder? Du meinst also, es könnte ja sein, dass wir auf die Art und Weise, klingt zwar jetzt natürlich fies, auf die Art und Weise natürlich das Baby verlieren können. Ja, das heißt, das Problem Schwangerschaft, was sie vorher hatte, hätte sie da nicht mehr. Ja, das könnte natürlich... Es könnte natürlich sein, und wenn sie vielleicht das Baby verliert, vielleicht kommt sie ins Krankenhaus. Das könnte natürlich sein. Das wäre, könnten wir auch nochmal prüfen. Das ist eigentlich die Idee. Eis mit Kater, traute Zweisamkeit, suchst du jemanden, drei Amigos, Tequila Party. Wo hat sie sich entschieden? Miranda, bist du Stripper? Das muss hier... Nee, Linda beschließt. Ein Geschenk für dich. Ist doch nur ein Test. Perfekte Playlist. Esszimmer. Da gibt es natürlich Raquel. Musik. Ian trifft auf der Party. Neil warnt ihn, seine Schwester anzugraben. Jenny will sich einen Drink einschütten. Doch dann wird ihr klar, dass sie es besser lassen sollte. Ja, aber... Ja... Ich meine, sie hat jetzt ja... Das wäre die Situation. Jenny will sich einen Drink einschütten, doch dann wird ihr klar, dass sie es besser lassen sollte. Wir gucken uns die Szene nochmal an. Mich würde das nämlich jetzt echt interessieren, ob sie sich tatsächlich fragt, hey... Weil dann müsste sie ja sagen, hey, ich bin ja gar nicht schwanger, also warum soll ich nichts trinken? Mich nochmal interessieren, warte mal. Aber dann müsste sie sich ja Alkohol einschütten jetzt. Ich weiß nicht, ob wir... Shit. Hm.
right. Nee, die Situation ändert sich nicht. Und das hat sie ja vor dem Hintergrund gemacht, dass sie ja schwanger ist. Also, naja, gut. Dann hat sie es ja doch irgendwie akzeptiert. Ich habe ein Geschenk für dich. Da haben wir es geleugnet. Aber letztendlich ist es das, hat sich das hier nicht geändert. Also geht auf Nummer sicher anscheinend. Ja, es könnte natürlich sein, ja. Das kann durchaus sein. So, ich switch mal wieder. Wir können ja immer noch was ändern. Wir wollten uns ja sowieso eigentlich erstmal alles angucken. Habe ich natürlich überhaupt nicht gemacht. So, wir werden jetzt hier. Als Leonard und Kieran aufbrechen, beschließen Neil, eine Runde mit dem Fahrrad zu fahren. So, dann hätten wir jetzt Ereignis 104. Hinterhof. Was war hier Ausgangspunkt? Raquel sieht Tom, wie er in den Keller geht. Ach so, alles klar. Hinterhof. 104. Day 5, Sunday, 11:30. Location, backyard. Na? Hi there. Ich habe eine Vermutung. Oh, hi. It's a bit early for you. Gardening, huh? What gave it away? So, can I ask you something? You can ask, sure. Where do you disappear to when you go to the basement? What do you mean? Well, you go downstairs and then you literally disappear. No sign of you anywhere. I mean, if you're a part-time magician or something, you can tell me. I won't judge. So, Tom, wird er lügnen, lügnen, genau, wird er lügnen, lügen und leugnen, schön zusammengefügt, wird er lügnen, wird er lügnen, das ist die neue Kreation, lügen, lügen und leugnen, beides zusammen würde lügnen bedeuten, lügnen, wird er lügnen, lügen und leugnen, das wird er wahrscheinlich machen, ihr Vertrauen glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, lügnen, wird irgendwie, wenn ich im Regen stehe und der noch nicht da ist, ja. Da war. Wenn die im Regen stehen, der noch nicht da ist. Ach so, so meinst du das. Ja, ja, genau. Deswegen ist ja auch der Regen vom Sound her auch weggeschaltet. Wir lassen ihn erstmal lügen und leugnen und dann machen wir die andere Alternative. Erstmal gucken, was passiert. I don't know what you mean. Uh-huh. Yeah, if I wake up in the middle of the night or I can't get to sleep, I might go down there. Knock some balls around, throw some darts. But I don't disappear. Ah, must just be my imagination. You know how I am, right? Sure. Well, can't hang around here all day. Good luck with the green thing. Thanks. So, jetzt müssen wir aber ihr noch vertrauen, damit er uns sagt, wo der Schlüssel ist. Das gucken wir uns natürlich jetzt nochmal an. Aber mit anderem Ende. Und zwar ihr Vertrauen. Ground control to Major Tom. Yeah. I just... Wait a second. Wo ist Sachen, wo der Schlüssel ist? I don't really know how to... You can't tell anyone about this. Promise. Cross my heart. Seal of the confessional. Maybe it'd be easier if I just show you. Ja! Zeig okay, es then. Mir. Basement? Zeig es mir. Oh ne, nicht, dass das Tom sie gleich umbringt. Dann haben wir gleich wieder den Tod noch mehr. Oder sie bleibt tot halt besser. Sie war ja dann schon tot.